Wer dringend einen Job sucht, weil er Geld braucht, der ist nicht wählerisch. Und es gibt jede Menge Stellenanzeigen, in denen junge, flexible, ungebundene Menschen gesucht werden, die gerne reisen. Tausende Euro Verdienst werden angeboten. Und dahinter verbergen sich fast immer Drückerkolonnen. Was es bedeutet, wenn Sie auf ein solches Angebot eingehen, zeigen wir Ihnen jetzt. Wir haben einen Mitarbeiter eingeschleust. Leibeigene mitten in Deutschland. Der Kriminalreport deckt auf. Eine Situation, wie wir sie aus den Einkaufszentren und den Fußgängerzonen der Großstadt alle kennen. An so einem Stand werben junge Menschen Mitglieder für einen Tierschutzverein. Auf den ersten Blick eine gute Sache. Sogar der Papst macht offenbar mit. In Wahrheit sind das die vielleicht letzten Leibeigenen in Deutschland, ausgebildet, um zu betrügen. Oliver Twist im Jahre 2010. Eine Aussteigerin sagt uns: Wenn wir nicht genug gesammelt hatten, dann habe ich auf dem Rückweg schon immer vor Angst gezittert, wegen der Schläge. Das bestätigt uns ein Experte. Bei dem Geschäft mit dem Tierschutz geht es um hunderte Millionen Euro. Aber verdienen tun nur die Bosse. Ich habe Rechnungen gesehen von den Leuten im Hintergrund, die wirklich 30.000, 40.000 Euro im Monat dafür kassieren, dass ein paar Leute für sie Mitgliedsscheine einsammeln. Also da wird das richtig große Geld verdient. Die Leute, die am Stand stehen, sind meistens eher arme Schlucker. Wer sind diese Menschen, die anderen das Geld aus der Tasche ziehen wollen, aber selbst wie Leibeigene behandelt werden? Der Kriminalreport will einen Blick hinter die Fassaden werfen. Dazu wollen wir einen Mitarbeiter in eine der Drückerkolonnen einschleusen. Die suchen fast täglich in Anzeigenblättern nach neuen Mitarbeitern. Die Kriterien sind immer gleich: Promotion, jung, ungebunden, mobil. Unser Mitarbeiter greift zum Telefon und hat Erfolg. Seine Legende, er heiße Alex, sei bei seiner Freundin rausgeflogen. Jetzt stehe er auf der Straße und suche einen Job. Ja, was wäre das denn genau? Okay. Tierschutz, ja, gut. Okay, Süddeutschland. Aber wann wäre das dann frei? Sofort. Nee, Fahrkarte kann ich nicht vorstrecken. Also das, wenn das geht, okay, dann, ja gut, das wäre klasse, wenn Sie die vorstrecken. Das klingt fast nach einem Traumjob, ist aber nur ein Köder, wie wir später sehen. Treffpunkt Bahnhof Stuttgart. Das Ticket haben sie ihm vorgestreckt, aber nicht geschenkt. Bereits jetzt hat Alex bei seinem Boss Schulden. Und schon sind sie in der Maschinerie drin, in dem Moment, wo sie in den Bus einsteigen. Bekommen erstmal gleich die Unterschrift abgenötigt, dass sie bezahlen müssen für Unterkunft, für Erstausstattung, für Kleidung etc. Alex steigt in den Bus. Nochmal geht es 1,5 Stunden weiter in ein 100-Seelendorf. Wir folgen ihm, weil wir wissen, dass es gefährlich werden kann. Deshalb lassen wir ihn nicht aus den Augen. In diesem Haus wohnt die Drückerkolonne. Von außen adrett, innen sieht das so aus. Das ist sein Zimmer, eine üble Absteige. Und als ich dann in das Zimmer kam, stand ich eigentlich in einem leeren Zimmer mit Elektroschrott, einer abgebrochenen Lampe und sonst nichts drin, außer diesem ausgeklappten Sofa. Die Matratzenhöhe war, lass es 10 cm sein und es roch etwas nach Urin. Tag 1, am nächsten Morgen. Bereits um 6 Uhr klingelt der Wecker, um 8 geht's raus. Bei Geschäftsbeginn steht die Truppe in einem Einkaufszentrum in Neu-Ulm. Alex soll lernen, wie man Spender wirbt. Von Betrug spricht hier niemand. Die Masche ist immer die gleiche. Mitleid und der Appell an das Herz beim Anblick der armen Tiere. Das funktioniert. Diese Frau lässt sich in ein Gespräch verwickeln. Für nur 20 Euro im Monat kann sie die Tierwelt retten, so wird es ihr versprochen. Die werden von den Chefs, den Hintermännern von diesen Drückerkolonnen professionell geschult, um letztendlich dem, der am Stand steht, keine Chance zu lassen. Da wird dann mit Suggestivfragen gearbeitet. Suggestiv heißt, sie wollen doch auch den Tieren etwas Gutes tun. Da kann kein Mensch Nein sagen, der eine Katze, einen Hund hat oder sonst irgendwie tierlieb ist. Und auch sie unterschreibt. Sie ist jetzt Mitglied bei einer Organisation, die sie vor 5 Minuten noch gar nicht kannte, für 240 Euro im Jahr. Bei Geschäftsschluss geht es zurück zum Drückerhaus. Nach einem kargen Abendessen aus Kartoffelbrei mit dünner Soße heißt es noch nicht Freizeit. Jetzt gibt es Schulungen bis tief in die Nacht. Dieses stoische Auswendiglernen dieser Tierheftchen, der Tierfreund, die sogenannte Bibel auswendig lernen, wo dann eben Verkaufsargumente, also man muss sagen Verkauf, die schreiben dort auch Verkauf und Kunden, Verkaufsargumente auswendig lernen muss. Und wer diese Argumente nicht beherrscht, wird hart bestraft.
sagt eine Aussteigerin, die über ein halbes Jahr dabei war. Es gab Geldstrafen, wie es für alles Geldstrafen gab. Dann mussten wir unseren Text bis zum Morgengrauen immer wieder abschreiben. In Zimmern, wo die Fenster verriegelt sind, damit sie nicht flüchten können. Ich habe da schon davon gehört, wenn die Werber abends nicht genügend Mitgliedscheine eingesammelt haben, dann bekommen die nichts zu essen. Da müssen die mit Hunger im Magen schlafen, damit sie am nächsten Tag wirklich motiviert sind und ihre 5 Scheine bringen. In der Zwischenzeit hatte der Rest des Kriminalreportteams auch ordentlich zu tun. Alex hatte mit seiner versteckten Kamera die unterschriebenen Mitgliedsformulare abgefilmt und uns zugespielt. Wir telefonieren jetzt alle neu geworbenen Mitglieder ab und informieren sie, worauf sie sich eingelassen haben. Die arbeiten mit sogenannten Fördermitgliedschaften. Da hat man kein Mitstimmrecht, kann nichts mitbestimmen und vor allem hat man kein Kündigungsrecht. Man kann also nicht 2 Tage danach einfach einen Brief schreiben, hiermit, ich habe es mir überlegt, bitte meine Mitgliedschaft widerrufe ich hier. Dieses Widerrufsrecht gilt nicht bei Fördermitgliedschaften, da muss man sehr stark aufpassen. Tag 2. Alex muss jetzt genauso viele Scheine verkaufen wie die anderen. Wir haben einen geheimen Treffpunkt ausgemacht. Einmal in der Stunde treffen wir uns auf dem Kunden-WC, um Akkus und Datenträger auszutauschen. Jetzt werden seine Kollegen misstrauisch und stellen Fragen. Wo warst du? Was hast du da gemacht? Was bist du für einer? Bereits am Morgen wurde der Ton schärfer. Der Boss zieht die Zügel an. Es gab dann die Ansage vor der Abfahrt, Handys aus den Taschen raus. Meins hatte man zufällig gesehen, weil es oben aus der Tasche rausgeguckt hatte. Und dann habe ich gefragt, warum soll ich denn das Handy hier lassen? Und dann hieß es, ja, es wird am Stand nur ablenken. Aber das hat Methode, sagt eine Aussteigerin. Die wollen auf jeden Fall verhindern, dass du abhaust. Unserer Informantin gelang das nach